Und hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Heute mal wieder was ganz Besonderes, und zwar ein Collector's Edition Unboxing, also Special Edition in dem Fall von Metroid Dread. Für die, da oben steht's, Moment, da, Nintendo Switch. Ein Riesenpaket, USK 12, wie man hier sieht. Ja, die Special Edition von Metroid Dread. Ich bin richtig gespannt auf das Game und natürlich auf diese Special Edition. Ich würde sagen, wir gucken mal gemeinsam rein. Ich habe die Plastikfolie und so schon drumherum abgemacht, weil ich mir gedacht habe, das kostet nur unnötig Zeit. So, dann gucken wir uns jetzt mal an, was wir hier alles haben. Da hätten wir hier ein mega cooles Steelbook hier vorne. Leider auf der Seite keine Beschriftung, das finde ich aber schade. Ich mag das, wenn hier dann was draufstehen würde, aber gut, das macht nichts. Aber so wie es aussieht, kann es sein, ist das Bild hier, ja, das ist komplett ein durchgehendes Bild. Das ist natürlich wiederum geil. So, ja, vorne ist auch schön Samus abgebildet hier. Ich finde es ja, die englische Aussprache finde ich irgendwie cool, das ist Samus Aran. Das ist dieses auf eingedeutschte Samus Aran irgendwie. Oh, das innen drin sieht auch mega geil aus hier mit dem Logo. Also echt ein richtig, richtig cooles Steelbook. Ein weiteres für meine Steelbook-Sammlung, sag ich mal. Dann haben wir hier, das müssten Karten sein, habe ich gelesen. Metroid fürs Nintendo Entertainment System. Das ist ja geil. Und voll so ein Hologramm-Effekt dann. Dann haben wir Metroid 2, Return of Samus für den Game Boy. Dann haben wir Super Metroid für das Super Nintendo Entertainment System. Dann haben wir Metroid Fusion für den Game Boy Advance. Und jetzt Metroid Dread für den Nintendo Switch. Weil es geht hier jetzt ja nur um die 2D Metroids, da ist natürlich Prime fällt natürlich mit rein als 3D Shooter. Ja, sehr, sehr coole Karten, muss ich sagen. Ich finde irgendwie, dass es Aufkleber werden, aber es sind, glaube ich, wirklich nur Karten. Weißt du, das ist ziemlich dünn. Ich weiß es nicht, aber ich meine, es wären Karten und keine Aufkleber. Aber sehen auf jeden Fall richtig cool aus. Dieser Hologramm-Effekt, dieser Glitzer-Effekt sieht auch echt nice aus. Und hier so eine schöne Hülle, wo das drin ist, also ja, doch, hat was. Dann haben wir das Spiel selbst hier, Metroid Dread, noch original verschweißt. Und ja, halt, come face to face with fear, stelle dich dem Grauen auf Deutsch. Das ist halt hier so eine multilinguale Cartridge hier, und steht's. Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, ZH, keine Ahnung, Koreanisch, das könnte ZH sein. Jo, also bin echt mal mega gespannt auf das Game. Aber das war's natürlich noch nicht. Wir haben ja nicht nur das Steelbook hier drin, das Spiel und die Karten, sondern wenn ich diesen Einleger hier rausnehme, kommen wir noch zu einem Steelbook, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ja, zu einem Artbook. Metroid Mission Logs. Journal, Journal de Missions. Das ist die französische Version des Titels wohl. Und ich weiß jetzt nicht, Mission Logs, ist das damit also mehr auf alte Missionen bezogen? Oh, hier spiegelt alles schön oben, die Deckenleuchte hier, der links, die Kamera, das Stativ auf dem mein iPhone steckt. Wir werden es mal aufmachen und reingucken, aber ich kann mich erinnern, es gab Artbooks zum Beispiel von Spider-Man damals, von dem PlayStation-Spiel. Da stand extra dabei, dass man das erst sich angucken sollte, nachdem man das Spiel gespielt hat, oder nachdem man es vielleicht durchgespielt hatte, weil das Artbook wohl viel verrät aus dem Spiel. Ja, das ist natürlich, weil wir werden uns jetzt hier eh nicht jede Seite angucken können. Erstens wäre das Video da viel zu lang, und zweitens weiß ich auch gar nicht, ob ich da nicht dann irgendwie rechtlich Probleme bekomme, wenn ich euch hier den kompletten Inhalt des Artbooks zeige. Und da will ich mal lieber nichts riskieren. So, haben wir es mal geöffnet. Jetzt spiegelt es auch nicht mehr ganz so krass, durch die Flasche Folie fehlt. Ist aber auch ein sehr geil gemachtes, also richtig dezent gehalten, hier in so mattem Schwarz und dann hier zwischendurch immer so glänzend. Das sieht schon richtig geil aus. Auf der Rückseite ein bisschen mehr glänzend, sind schon direkt die Fingerabdrücke drauf hier. Auf dem glänzenden Schwarz und dann hier ganz dezent in Silber Metroid Mission Logs. So, klappen wir das Ganze mal auf und schauen mal rein.
Vielleicht kann man es anhand des Inhaltsverzeichnisses schon erkennen, ob es nur um Metroid Dread geht. Nee, das scheint eher hier, das ist glaube ich hier Artwork vom ersten Metroid, kann das sein? Mit japanischem. Ah, das sieht ja geil aus hier. Die Artworks, ich glaube, das sind Artworks, glaube ich, zum allerersten Metroid auf dem NES. Mit den Gegnern hier. Das ist ewig her, dass ich das erste Metroid gespielt habe. Vielleicht kann ich auch nicht mal an alle Gegnertypen erinnern. Ich glaube, das ist wirklich. Die Zeichnungen sehen auch teilweise etwas älter aus. Ja, klar, ganz klar. Jetzt geht es hier mit Metroid 2 weiter. Return of Samus. Habe ich da eine Seite überblättert? Ja, habe ich. Ah, das sieht schon richtig nice aus. Mega geile Bilder. Gut, machen wir ein bisschen schneller jetzt hier. Moment. Immer noch Metroid 2. Dann haben wir Super Metroid. Ja, jetzt machen wir einen Schnelldurchlauf hier so ein bisschen. So. Auch hier ein Stück von der Levelkarte. Dann haben wir Metroid Fusion hätten wir hier. Auch cool. Metroid Zero Mission und Metroid Samus Returns. Und dann Metroid Dread. Ist halt die Frage. Mal gucken. Das verrät eigentlich auch noch nicht so viel. Ich bleibe immer mal durch. Da haben wir diesen Gegner hier. Auf die Amiibo gespannt. Diesen Doppelpack. Wann der kommt. Ja, und jetzt halt jede Menge Artworks. Ja, das ist alles nur noch aus Metroid Fusion. Also da will ich auch jetzt gar nicht so viel spoilern. Nur mal so ein bisschen. Also auf jeden Fall mega viele Artworks hier drin. Und ja, das wäre was, was man sich echt mal, wenn man das Spiel durch hat, mal dann angucken könnte. Mega cool auf jeden Fall. Also ein richtig, richtig schickes Artbook zur kompletten 2D-Metroid-Reihe hier. Die Mission Locks. Natürlich zu den alten nicht ganz so viel. Das meiste halt wirklich jetzt zu dem neuen Spiel. Aber trotz allem ziemlich cool. Übrigens hier die Rückseite der Schachtel noch. Sieht auch mal ziemlich geil aus hier. Echt mal gespannt, wie das Spiel ist und wie die Story und so von dem Game ist. Also das werde ich auf jeden Fall demnächst mal spielen, wenn ich Zeit dafür finde. Wahrscheinlich werde ich es privat spielen, weil ich zum Stream komme ich im Moment leider überhaupt nicht. Wobei ich natürlich schon Bock hätte, irgendwie mal wieder zu streamen und dann vielleicht das Spiel. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock drauf hättet, dass ich das Spiel mal im Stream spiele oder lieber, ob ich es doch lieber privat spielen will, weil ihr euch vielleicht nicht spoilern wollt oder was auch immer. Oder hättet ihr generell Bock, dass ich mal wieder einen Stream anschmeiße? Haut mir doch mal in die Kommentare. Genauso wie, was haltet ihr von der Special Edition? Was haltet ihr von dem Spiel von Metroid Dread? Habt ihr es schon gespielt? Wie findet ihr es? Wie ist eure Meinung dazu, dass ein neues 2D-Metroid kommt? Hättet ihr euch lieber gleich den nächsten Metroid Prime-Teil gewünscht, Teil 4? Oder findet ihr es auch ganz cool, mal wieder ein 2D-Metroid zu haben, ein neues 2D-Metroid, weil das letzte war ja auch nur ein Remake. Ja, schreibt mir das doch mal in die Kommentare, auch ob ihr es euch schon gekauft habt, ob ihr es schon gespielt habt. Habt ihr euch vielleicht auch die Collector's Edition hier gesichert oder Special Edition? Was stand drauf? Special Edition. Habt ihr euch die auch besorgt oder nur in Anführungszeichen die normale Version oder die vielleicht auch die Digitalversion? Wie gesagt, lasst uns mal zum Thema Metroid Dread, die Special Edition etc. in den Kommentaren diskutieren. Und wie immer gilt natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt oder weil ihr neu auf dem Kanal seid zum Beispiel, dann lasst mir gerne auch ein Abo da. Und wenn ihr noch die kleine Glocke aktiviert, dann bekommt ihr auch direkt immer Bescheid, wenn ein neues Video online geht. Ansonsten sage ich danke fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.